Warte mal. Hier steht das. Wie viel habe ich denn? Ah, ich habe alles. Jetzt sind es nur 5 Gefangene, die ich machen muss. So, Attentat. Ach, falsch. Körper ablegen. Also hier spätestens jetzt schon nicht mehr am Leben. So, Rauchbombenfallkugel bei. War das alles? Ja, toll. Ich hätte gerne noch Schlafpfeile und Berserkerpfeile. Berserkerpfeile habe ich noch. Schlafpfeile habe ich 0. Oh Mann. Hörst du auf da oben? Auf die Fangen zu schießen, du Fotze. Wehe. Wag es nicht. Komm nicht auf die Idee, jetzt noch einen Gefangenen zu töten. Boah. Ey, das regt doch auf. So geht das. Der da hinten. Der hat keinen Bock mehr, so wie es aussieht. Gefangene befreien. Jetzt habe ich nur noch 3 Stück. Schlafpfeile! Gott! Boah! Gott sei Dank. Habe ich da hinten eigentlich noch Wachen? Ach du Scheiße. Piraten retten. Piraten retten, Piraten retten, Piraten retten. Okay, der da hinten. Wo ist die Wache? Keine Ahnung. So, ich muss gucken, dass ich nicht gesehen werde. Weil wenn ich jetzt noch einen verliere, dann ist vorbei. Das ist so knapp. Das ist so damn knapp. So, Gefangene befreien. Es ist nur noch einer, den ich befreien muss. Wow. Heilige Scheiße. Jetzt muss ich da hoch, bevor der wieder aufwacht. Und das hoffe ich, schaffe ich mal. Ey. So. Oh. Ja, okay, da habe ich noch Zeit. Gott sei Dank. Und da habe ich es noch. Boah, war das knapp. Ach du Scheiße. Wer ist da? Siehst du diesen räudigen Hund? Ein Sklavenhändler namens Lawrence Prinz. Er lebt wie ein König auf Jamaika. Der Bastard ist seit Jahren ein Ziel. Verdammt, fast hatten wir ihn. Bei Gott, dein Orden ist ein fröhlicher Haufen. Gerunzelte Stirn und finstere Blicke. Captain Kenway. Ihr habt besondere Talente. Danke, Freund. So bin ich halt. Ihr seid grob und arrogant. Stolziert herum in einer Uniform, die ihr nicht verdient. Alles ist erlaubt. Ist das nicht euer Motto? Ich spreche euch von euren Fehlern in Havanna frei. Jedoch seid ihr nicht willkommen hier. Schade, Mann. Wünscht es, wenn nicht so. Okay, jetzt dachte ich, ich komme in den Assassinen und schade. Lustigen Haufen Freunde hast du da. Du verdienst Strenge, Edward. Stolzierst herum wie einer von uns und bringst unserer Sache Schande. Und was ist das? Eure Sache? Einfach gesagt, wir töten Menschen. Templer und deren Kumpane. Sie wollen alle Reiche auf der Welt kontrollieren. Und alles im Namen von Frieden und Ordnung. Klingt wie Ducasses letzte Worte. Siehst du? Eigentlich geht es um Macht. Darum, Menschen zu beherrschen. Unsere Freiheit zu rauben. Noch eine Botschaft von einem deiner Freunde? Ei. Ich zeig's dir.
Das sind jetzt die Assassinen-Aufträge, die ich schon einige gemacht habe, oder? Ja. Habe ich doch schon gemacht. Was ist das für ein Sinn? Sehe ich das? Nö, oder? Egal. Mission beendet. Wach mit Schlafbeinbetäuben. 8. Und da 2 von 2. Geil. Habe ich jetzt auch 100%. Nice. Jo. Ich weiß, dass dich unser Credo nicht beeindruckt. Würde dich der Anblick von Geld etwas aufgeschlossener machen? Wie immer. Natürlich. Dann übernimm diese Aufträge in der Karibik für uns und wir bezahlen dich. Ach, Scholz, ich dachte, ich hätte so Geld. Och, Manu. Marias Dele, 2 Aussichtspunkte, noch 2 Truhen und 5 Animus-Fragmente. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich will die Geschichte weitermachen. Wo muss ich denn dafür, für die Geschichte? Nassau. Okay. Machen wir doch eine Schnellreise. Warum eigentlich nicht? Weil wir wollen schnell mit der Geschichte weiterkommen. Und vor allem Nassau ist ein schöner Flecken. Ich liebe Nassau, ganz ehrlich. Nassau ist schön. So. Speichern. Ach, dann gleich mit der Mission weiter. Natürlich, das geil. Ist das neue Libertalia, hm? Stinkt wie jedes andere Kaff, das ich letztes Jahr plünderte. Oi, was soll das Gesicht? Hast du dich verliebt? In deine Bluse. Seid willkommen in Nassau, Männer. So wie jeder, der seinen Teil beiträgt. Seinen Teil? Was ist das, ein beschissenes Kloster? Man hat uns weisgemacht, in Nassau könne jedermann tun, wie ihm beliebt. Solange er anderen nicht davon abhält, ah. Captain Thatch, ihr lebt und lebt. Was ist das für ein prächtiger Pelz, der dir aus dem Gesicht sprießt? Wer braucht eine Flagge, wenn es ein schwarzer Bart tut? Was führt die Herren so weit nach Norden? Man erzählt sich, der kubanische Gouverneur erwartet einen Riesenhaufen Gold aus seinem nahen Vor. Bis dahin liegt es da herum und wartet nur auf uns. Gouverneur Torres persönlich, ha? Klingt vielversprechend. Willkommen in Nassau, Captain Wayne. Mr. Rackham. Also, wo kann man hier ein bisschen Spaß haben? Ihr wisst schon. Also, ich muss sagen, dieser Rackham heißt der, glaube ich, ist das der mit der Rattenstimme, sage ich jetzt mal. Ich mag den nicht. Muss ich ehrlich sagen. Letztendlich ist seine Stimme passt mir nicht. Ich bin jetzt nach Nassau gegangen, nur um diesen Vortritt zu machen. Da ist ein Vor. Ach du Scheiße, wie weit nicht. Oh Gott. Kann ich da mal eine Schnellreise machen? Nein, kann ich nicht. Aber hier, nach Gibbara. Gott sei Dank habe ich das eingenommen. Greifen Sie Forsen und erobern Sie sie, um Details zu Ihrer Umgebung zu enthüllen. Und ein bisschen frei zu schalten. Mach ich doch. Ich habe das schon, glaube ich, 3 oder 4 schon eingenommen. Das Vierte weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Das ist das Letzte, was ich gemacht habe vor Tulum. So. Wie heißt das? Hast du vorhin gerade eingezahlt? Sag mal, was ist denn los? Kontrolleur. Hört sich an wie Toyota. Wie heißt das? Nichts ist unmöglich. Toyota. Oder Kontrolleur. Geil. So, na, Beuten. Das da hinten, was ist das nur? Das ist Crooked Island. Crooked Island, Island. Ah, das hier? Ist das Salt Lagoon? Ah, das ist da, wo ich vorhin den Assassinen-Auftrag hatte. Okay. So, wenn ich jetzt vor einem muss, dann schrei ich. Wahrscheinlich auch so ein mittleres Vor. Vom mittleren, ja, natürlich. Hauptmission, die Vors. Natürlich, das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass das ein Vor ist. Nein. Egal. Erbeuten Holz 5.
Jetzt habe ich eigentlich einen anderen. Ach egal, das kann ich nachher mal gucken. Vor. Wahrscheinlich wird das so ablaufen, dass ich es, bevor ich die Mission anfange, niederreißen muss. Oh. Weh, ich hab da keinen Bock drauf. Das war halt so, man. Ich würde das gerne in Mission bei dem schönen Wetter machen. In der Hoffnung, dass es dann schönes Wetter ist. Weil ganz ehrlich, nachts und Sturm. Okay, der Sturm ist jetzt vorbei. Aber es ist immer noch neblig. So wie in Flucht der Karibik 1. Ja, natürlich ist es ein Vor. Es. So. Und? Was wirst du mit deinem Teil des Goldes tun, das wir Gouverneur Torres nehmen? Zurück nach Afrika? Ein Prinz unter Gemeinen? Ich kann nicht an einen Ort zurück, an dem ich nie war. Ich wuchs in Trinidad auf. Ein Sklave vom ersten Atemzug. Ah. Doch würdest du dich, keine Ahnung, nicht heimischer fühlen? So wie du heimischer bist in Paris? Guter Punkt. Mit dieser Haut und Stimme, wo in der Welt kann ich mich damit heimisch fühlen? Dieses Land hier ist meine Heimat. Dieses Land namens Jackdaw, wo ich die Namen aller Bewohner kenne und sie den meinen, wo wir zusammen arbeiten. Nicht immer aus Liebe, aber um das Land über Wasser zu halten. Ich glaube, ich verstehe. Dann nehmen wir es uns. Für die Bewohner der Jackdaw! Das war doch mal eine Ansprache. Das sind noch zwei. Nur zwei. Mit dem Förser. Ah ja. Mit dem Mörser das Vor. Cool. Oh nein! Ich habe keine Mörserkugel mehr. Scheiße. Hä, wieso füllt sie es nicht automatisch auf? Ja, das muss ich auch. Also die Mission ist schon mal kacke. What the fuck? Was ist das? Eine Brick? Die sieht so groß aus. Ach du Scheiße. Boah. Die sah gerade so riesig aus. Ich dachte nämlich gerade, dass da eine Galeone irgendwo auf mich zugerast kommt. Ach du Scheiße. Zack. So, das dauert noch ein bisschen. Zack, doch, das ist schlecht. Fertig. Geil. So, und? Ja, was ist? Ja. Das war's. So, Sie können mich doch wohl bei Sturm oder hohem Wellengang verlassen. Welcher hohen Wellengang? Welcher Sturm? Es ist nur ein bisschen neblig und das war's. Was übrigens sehr oft vorkommt, muss ich ehrlich mal sagen. Ein bisschen zu oft. Switch du, geh weg. So. Na. Und zack, und zack, und zack. Und fertig. So, jetzt können wir andocken. Halten, andocken. So. Wenn es mal so einfach wäre, oder damals so einfach gewesen wäre. Boah, wäre das toll gewesen. Na, komm mal an diesen. Docken wir da mal an, weißt du? Da, eine große Felswand. Das ging damals nicht so. Zumindest kann ich mir das schwer vorstellen bei so einem langen Schiff jetzt zum Beispiel. Egal. Auf geht's zum. Was? Mit dem Kommandanten? Diesen Offizier, wo ich da töten muss. Ah, Dachgrad.
Ja, also der Anfang hat ja schon nicht geklappt. Wahrscheinlich klappt das jetzt auch nicht. Oh doch, das hat geklappt. Da müssen wir jetzt hoch. Warum schießt er auf mich? Bist du bescheuert? Krass. So, jetzt gehen wir da noch hoch und da ist so. Ja, gut, da ist schon. Ich schub's ihn einfach mal so. Verpiss dich, geh weg. Tür öffnen. Nun hallo, Eure Exzellenz. Ich hörte schon, ihr wärt vielleicht hier. Ich kenne dein Gesicht, Pirat. Doch dein Name war beim letzten Mal nur geliehen. Ah, ich erinnere mich. Mr. Duncan Walpole. Ich vermisse ihn. Also, was macht ein Templer-Großmeister so weit entfernt von seinem Castillo? Das verrate ich ungern. Und ich schneide dir ungern die Lippen ab und stopfe sie dir ins Maul. Vor 2 Jahren setzten wir eine Belohnung auf den Kopf des Weißen aus. Und nun hat ihn wohl jemand gefunden. Dieses Kopf ist das Lösegeld. Wer fand ihn? Ein Sklavenhändler namens Lawrence Prinz. Er lebt in Kingston. Was ein Zufall. Diese Geschichte ist gut, Thomas. Und wir helfen gern, sie zu beenden. Wir tun es auf unsere Weise. Mit deiner Hilfe und deinem Gold. Geil. Nice. Voreingenommen. Zählt das jetzt eigentlich auch auf der normalen Karte? Weil es hat es ja auf der Minimap angezeigt. Oh, das Schiff. Mission beendet. Mit dem Mörser das vorbestätigen. Geht ja gar nicht ohne Munition, also das war schon ein Griff ins Klo, muss ich sagen. Ja, hat gegolten. Geil. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt das vor da unten ein. Wie heißt das? Navassa. Na was wohl? Das nehmen wir jetzt ein, dann gehen wir nach Kingston. Wo ist die Bonnet hin wollte ursprünglich? So, warte mal, kann ich eigentlich hier in der Kajüte, Munition und dergleichen kaufen, also die Checkdoor updaten, oder muss ich da extra zu einer Schiffswerft hin? Ja, Checkdoor Upgrades. Stärke des Rammsporns, das verstärken wir mal. Die Rotkugeln, dann der Rammsporn. So, was haben wir noch? Schwere Kugeln. Die können wir noch verstärken. Geil. Und das war's. Das Lager für Harpunen, okay. Stärke der Harpunen hätten wir... Ne, kennt ihr nicht. Da bräuchten wir einen Plan dafür. Den haben wir nicht. Muss ich mal gucken, wo ich den herkriege. Voraussetzungsplan Harpune Stufe 3. Panzerung des Beiboots, das könnte ich auch nicht... Okay, das passt das. Aussehen der Checkdauer. Kann ich auch nichts machen. Verkaufen, Fracht verkaufen, mal gucken. Rum. Das ist so wenig. Ja, komm, weg damit. Hat sich ja fast gar nicht gelohnt. Jagdbeute verkaufen. Knochen habe ich. En masse. Ich weiß nicht, warum ich das nicht herstelle. Ich weiß nicht, warum ich das nicht herstellen kann. Ah, hier, Herstellung. Für irgendwas brauche ich doch Knochen. Da. Hä? Ah. Wurfpfeil? Brauche ich nicht. Berserkerpfeile, Schlafpfeile. Ach so. Hätte ich das vorher noch gewusst. Das ist nur die Verstärkung, dass die halt 20 Sekunden länger. 20 Sekunden länger. Also 40 Sekunden und die hier. Warte. Nein. Was schießen Sie besser, Kapelle mit dem Barsrohr, um Gegner in einen Zustand unkontrollierbar Raserei zu versetzen? Steht gar nicht drin, wie dann. Ich gehe jetzt mal von 20 Sekunden aus, das heißt insgesamt in 1 Minute. Auch nicht schlecht. Verlassen. Verlassen. Geil. Oh, ich liebe die Musik.
Geil. So. Wie sieht es mit der Munition? Wie sieht es mit der Munition aus eigentlich? Steuerruder verlassen. Was ich gerade hier sehe. Einstauft. Ist das jetzt... Oh, Mann. Da. Null. Wie kriege ich die Mörserkugeln wieder? Ich verstehe es, ey. Verstehe es erst nicht. Ich kann da gar nicht andocken. Da, das heißt, ich muss schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimmen, schwimmen. Ich spreche unverzüglich mit den Verantwortlichen, mein unschuldiger Freund. Dankeschön. Aber was war das jetzt gerade? War das mein Vor, dass gerade jemanden angegriffen hat? Kann es dennoch letzter möglich sein? Kann es denn... ich kann nicht mehr reden. Kann es denn die Möglichkeit sein? So. Besser. Da gerade Sterne. Tatsache, mein Vor greift da hinten das Schiff an. Und es segelt einfach mal mit zerstörten Segeln, segelt das weg. Das ist das hier. Puan, was? Ach du Scheiße. So, kein Mitleid, würde ich mal sagen, weil die würden es ja genauso machen. So. Was ist das? Eine Fregatte. Habe ich schon genug. Brauche ich nicht. So. Erbeuten. Metall. Wow, ein Metall. Geil. Es war so viel, das könnte glatt mein Schiff versenken. So viel war das. Naja, jetzt ist mal genug mit dem Sarkasmus. Ja.